Also mein Name ist Jürgen Fuchs, ich bin Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Bin hier im Gemeinderat beinahe 20 Jahre und war zuvor Bürgermeisterin Reutlingen und auch schon jahrzehntelang mit kommunalen und darüber hinausreichenden Problemen betraut. Was meinen Sie, inwiefern Reutlingen von der Klimakrise betroffen ist, bedroht ist vielleicht auch? Wir sind alle betroffen von der Klimakrise. Wir hatten erst einen Waldbericht und in dem Waldbericht wurde gesagt, dass wir uns anpassen müssen an die neuen Bedingungen. Das hängt mit Baumpflanzungen zusammen. Die Fichte und so weiter, die wird hier wohl nicht immer die Baumart sein, die man pflegt. Sie hat Geld gebracht, aber wir müssen ausweichen auf Pflanzen, die auch wärmeres Klima vertragen. Was meinen Sie, sind die Pflichten von Reutlingen, also was Klimaschutz betrifft? Die Pflichten von Reutlingen sind erstens in eigenen Einrichtungen dafür zu sorgen, dass die Klimavorgaben eingehalten bzw. unterschritten werden. Das heißt, mit der Frage der Energieeinsparung, mit der Frage der Verkehrsreduzierung, was wir jetzt ja auch gemacht haben, mit Tempobeschränkungen und auch, was ganz wichtig ist, in der Vorbildfunktion für die vielen Einwohner. Das, was die Stadt nicht macht, das machen andere auch nicht unbedingt dann. Das ist unsere Aufgabe. Gewässerschutz, Kanalisation, das, was in der Kanalisation rauskommt, auch entsprechend dann zu reinigen. Das heißt, Sie sind auch dafür, dass Reutlingen so schnell wie möglich klimaneutral wird? Ja, möglichst sofort. Aber das ist ein frommer Wunsch, aber der schnelle Weg dorthin, selbstverständlich. Ich glaube, da gibt es gar kein Rauskommen aus dieser Misere. Ich glaube, bislang hat es der Letzte noch erkannt, handelt aber nicht alle danach. Denken Sie, dass das Ziel, Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen, realistisch ist? Man wird sich bemühen müssen, das Ziel, ob man das erreicht. Wenn man sagt, nein, das ist schon mal eine schlechte Nachricht, würde ich sagen, wir strengen uns an. Und denken Sie, dass die Taskforce Klima da ein entscheidendes Mittel ist, um dieses Ziel zu erreichen? Da wird gebündelt, das, was in Fragen des Klimaschutzes auf uns zukommt und ist nachher noch eine Verstärkung der bisherigen Aktivitäten. Wir hatten ja einen Umweltschutzbeauftragten, ein Amt. Das hat ja in den vergangenen Jahrzehnten auch mitgewirkt, dass wir in Richtung Klimaneutralität sind. Aber die Taskforce unterstreicht es ja. Die will mit Vehemenz an die Geschichte ran. Jetzt beantragt ja die Taskforce speziell für den Doppelhaushalt, dass noch zusätzlich Geld für weitere Personalstellen zugesichert wird. Also das muss man sondieren. Da erwarten wir mal einen Vorschlag der Verwaltung, was jetzt mit dem Personal gemacht wird, ob Personal aus eigenen Mitteln, also aus dem Bestand generiert werden kann und wie die Zuschüsse sind, wobei die Zuschüsse natürlich immer eine Falle ist, wenn es heißt, die ersten zwei Jahre kriegen sie was, danach bleibt es an uns hängen. Aber wenn das machbar ist, okay. Aber wir haben große Probleme mit dem Haushalt, muss ich dazu sagen, Neues, also obendrauf noch zu setzen, ohne aus den eigenen Fundus was zu nehmen, wenn sie jährlich etwa 20 Millionen einsparen sollen. Das heißt, Sie wollen sich schon konkret dafür einsetzen, dass die Taskforce die benötigte Summe auch bekommt? Wir würden uns dafür einsetzen, dass die Taskforce die notwendigen Mittel und auch die notwendige Personalausstattung erhält. Und da erwarten wir Vorschläge der Verwaltung. Wir können das nicht überprüfen als Fraktion, wie viele jetzt daran beteiligt sind und wer sonst noch aus den Ämtern dazu fähig und auch umsetzbar wäre. Also ich kann nicht sagen, wir setzen es oben drauf. Wäre fahrlässig. Okay, alles klar. Alles klar. Danke für Ihre Zeit. Ich bedanke mich auch, finde es toll.